Er machte eine 21-jährige Jungfrau aus Syrien zu seiner Sexsklavin. In der Oberpfalz Pressart. Der 22-jährige Khaled E. kommt als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Sein Vater ist auch Asylbewerber. Er schleust die junge Frau für seinen Sohn ins Land, um einen Sohn zu zeugen. Und um sie nach der Geburt des Kindes wieder in die Türkei abzuschieben. Die Ehe zwischen Khaled und Katbe wird von den Eltern arrangiert. Wenn die Frau nicht wie gehofft funktioniert, wird sie mit einem Gürtel ausgepeitscht, mit einem Kleiderbügel verprügelt und auf dem Bett gefesselt. Ihr Mann lässt erst von ihr ab, wenn sie ihrem Gatten die Füße küsst. Nach der Geburt ihres Sohnes im Februar 2019 soll sie wieder aus dem Land geschafft werden. Sie rettet sich in ein türkisches Flüchtlingscamp. 3 Monate später kommt sie wieder nach Deutschland, um mit ihrem Sohn in einem Frauenhaus zu leben. Zu ihrer Familie nach Syrien kann sie nicht wieder zurück. Sie habe Schande über die Familie gebracht. Ihr Mann erpresst sie mit entwürdigenden Videos, auf denen ist zu sehen, wie sie zum Oral- und Analverkehr gezwungen wird. Jetzt beim heutigen Prozess wird ein Urteil erwartet. Und vor dem Gericht steht jetzt Jörg Völkerling. Jörg, wie ist das Urteil denn jetzt ausgefallen? Ganz aktuell, vor wenigen Minuten, hat der Richter Gerhard Heindl Khaled E. zu 6 Jahren Jugendstrafe wegen 4 Fällen der Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt. Sein Vater wegen Einschleusens von Ausländern hat eine Strafe von 2 Jahren und 3 Monaten bekommen. Die beiden Angeklagten haben dieses Urteil vollkommen regungslos über sich ergehen lassen. Sie haben vorher noch mit ihren Familienmitgliedern gescherzt. Der Richter hat einfach ganz deutlich gemacht, wie glaubwürdig die Zeugin, die 21-jährige Kat B.A. für ihn war. Und dass sie einfach diesem patriarchalischen System sich widersetzt habe und daraufhin bestraft wurde. Sie hat auch deutlich gemacht, dass der Vater wohl seinen Sohn angestiftet hat, die Syrerin mit einem Kleiderbügel zu beschlagen bzw. mit Schlägen auf die nackte Haut zu malträtieren, weil sie sich widersetzte. Kat B.A. kam heute nicht selbst ins Gericht. Sie versteckt sich mit ihrem Sohn in einem Frauenhaus und versucht, die deutsche Sprache zu lernen.